Neben mir sitzt einer, er kennt sich mit dem Thema Glück ganz besonders gut aus, Ernst Fritz Schubert. Er hat als Schuldirektor an der Schule in Heidelberg das Fach Glück eingeführt. Hallo, Herr Fritz Schubert. Hallo, ich grüße Sie. Herr Fritz Schubert, ich frage Sie ganz einfach, fühlen Sie sich glücklich, umringt von Tausenden von Blumen hier? Ja, das braucht der Mensch. Ab und zu mal sich in den kleinen Dingen des Lebens zu verlieren, diesen Höhepunkt auszugenießen. Und ich denke einfach, das ist eine gute Situation. Alles, was der Mensch braucht, ist eigentlich hier. Wir haben die grüne Natur, wir haben schönes Wetter. Das heißt also, wir haben gute Bedingungen. Und insofern sind wir eigentlich schon in der Lage, uns sehr glücklich zu fühlen. Wir haben Frühling. Ist Glück abhängig von der Jahreszeit? Das ist ja ganz interessant, was Menschen suchen, wenn sie das Glück suchen. Sie suchen eigentlich nur nach guten Lebensbedingungen, so wie unsere Vorfahren. Ne? Da, wo es grün ist, da, wo Wasser ist, da, wo die Temperatur gut ist, da, wo vielleicht auch Menschen sind, die einem angenehm sind, da fühlen wir Menschen uns wohl und da entstehen dann auch immer Glücksgefühle. Jetzt treffen mindestens die Hälfte der Kriterien zu auf die Schule. Sie haben dort das Fach Glück eingeführt. Wie kam es denn dazu? Naja, also ich habe mal eine Statistik gesehen, da fühlen sich die Schüler in der Schule genauso glücklich wie beim Zahnarzt. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, dass ein Drittel der Schüler Angst haben oder Depressionen haben oder sonst wie mit der Schule nicht gut zurechtkommen oder ein Großteil auch fehlt einfach, um sich dem Leiden zu entziehen, dann muss man doch vielleicht auf die Idee kommen, dass Schule den ursprünglichen Auftrag wieder aufnimmt, nämlich dafür zu sorgen, dass gelingendes Leben vielleicht in Aussicht steht. Wie kann man sich das vorstellen? Machen die Schüler da Aufgaben an der Tafel? Gibt es ein Schulbuch, wo groß vorne drauf steht Glück? Man muss sich das so vorstellen, dass natürlich Glück irgendwo ganzheitlich erfahren wird, also mit Körper und Seele sozusagen. Ne? Das heißt also, da werden Emotionen angesprochen und das sind Möglichkeiten, einfach das Glück auch so persönlich zu erfahren und zu sagen, was macht mich glücklich. Die Schüler erfahren, dass wenn man gibt, unter Umständen viel mehr Glück empfinden kann, als wenn man nur nimmt. Also wenn sie jetzt zum Beispiel als Hausaufgabe dann den Auftrag bekommen, im Bus den Platz, den sie sich ergattert haben, frei zu machen für jemanden, der ihn vielleicht nötiger braucht, weil er schlecht stehen kann, dann kriegen die Schüler die Aufgabe, jetzt dann mal zu schauen, wie dessen Mimik sich verändert, was das mit der eigenen Laune macht, was das mit der Umgebung macht. All diese Dinge, die sozusagen eigentlich nie im Schulkontext auftauchen. Das wollen wir versuchen. Wie definieren Sie gegenüber Schülern Glück? Was ist Glück für Sie? Ja, Glück ist für mich vor allen Dingen das sinnvolle Leben. Also einen Sinn im eigenen Leben zu finden, also wirksam zu sein, achtsam zu sein, eingebunden zu sein in die Gemeinschaft, aber auch das sinnvolle Erleben. Ne? In dem Sinne zu sagen, an diesen kleinen Blumen, die wir jetzt hier sehen, können wir uns erfreuen. Und das reicht dann unter Umständen für diesen kleinen Pick, der uns mal für einen Augenblick glücklich macht. Und dann können wir uns schon wieder auf die Suche machen nach was Neuem, so wie es die Natur eigentlich vorgesehen hat.